Guten Abend, liebe Gäste am Adventskranz hier im Kloster Gut Aich. Danke für euer Dabeisein. Danke für den Mut. Halb nix, gar nicht. Ach, es geht. Danke für das Vertrauen, eure Gedanken und danke für euren Dank. Das sind Lebenszeichen für mich, die mir helfen zu leben. Ich zweifle mittlerweile an allem, was ich denke oder tue, schrieb mir eine Zuhörerin. Der Zweifel hat einen schlechten Ruf, das wissen wir alle, und er macht uns auch uns und anderen unser Leben schwer. Aber wir müssen mit all unseren Zweifeln doch jeden Tag, jeden Augenblick leben und Entscheidungen treffen. Zweifler machen sich oft selbst und anderen das Leben wirklich schwer. Es geht nicht nur darum, Entscheidungen zu treffen, sondern wir müssen ja auch darum wissen, dass in solchen Situationen es um Menschen geht, um Konsequenzen für das Leben. Im Letzten geht es aber immer um unseren Glauben und um unser Vertrauen in das Leben. Und manche Menschen sagen sogar, es geht um das Vertrauen zu oder in Gott. Es ist eine Frage nach unseren letzten und tiefsten Sicherheiten, nach dem geistlichen Boden, auf dem wir stehen. Es geht nicht nur oder meistens vordergründig um die materiellen Dinge, die wir brauchen, um die wir uns auch sorgen müssen. Je sicherer aber wir uns sind, je mehr wir Vertrauen haben, desto leichter können wir dann auch die Zweifel lassen und Entscheidungen treffen. Auch wenn wir uns manchmal, und das sind besonders schwierige Entscheidungen, wenn wir uns für Niederlagen entscheiden müssen. Und diese nicht nur für uns, sondern auch für andere Auswirkungen haben. Deshalb sind ja auch unsere Zweifel, so schwer sie sind, auch wirklich in vielen Fällen berechtigt. Wir sollten über sie nicht allzu beunruhigt sein oder sie gar verachten und ablehnen. Mir sind Menschen lieber, die zweifeln, als diejenigen, die mit Hurra durch ihr Leben marschieren und ohne zu denken und ohne Rücksicht auf Verluste oder Verletzungen weitergehen, auf das, was sie anderen Menschen zumuten mit ihrer scheinbaren Sicherheit. Ich sehe also die Zweifel nicht nur negativ. Es kann ja auch sein, dass der Zweifel zusammen mit Klugheit uns vor schlimmen Folgen bewahrt. Oder vielleicht erkennen wir, dass der Zweifel ein Bruder oder eine Schwester des Glaubens ist. Glaube ohne Zweifel gibt es vielleicht gar nicht. Und aus dem Zweifel kann der Glaube erwachsen, was immer das bedeuten mag. Wenn ich an einem Menschen zweifle, weil er mich enttäuscht hat, weil ich von ihm betrogen worden bin, weil er mich belogen hat, weil er mich verletzt hat, weil er mich missachtet hat oder verachtet hat, dann ist es kein Wunder, wenn ich nicht einfach so sagen kann, Schwamm drüber, es war ja sowieso nichts.
Es ist vorbei. Ich kann in solchen Situationen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Der Zweifel zwingt mich dazu, Dinge und Wahrheiten zu erkennen und etwas zu bereinigen oder abzuschließen oder etwas Neues anzufangen. Ich kann es einfach nicht glauben, sagen dann manche, weil sie wissen, wie schwer es ist, sich als Mensch zu verändern, umzukehren und neu zu werden. Das kennen wir alle. Am meisten kennen wir ja das an uns selber. Aber vielleicht geht es gerade darum, dass sich ein Mensch verändert, gerade in dieser Zeit. Und vielleicht bin ich sogar ich gemeint, ich der Mensch. Aber wenn wir nicht an Veränderung und an Verwandlung glauben, dann gibt es auch keinen neuen Weg. Oft meinen wir dann, eine Niederlage zu erleiden, wenn wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und hassen und abwenden und uns verbittern, sondern und im Schneckenhaus unseres kleinen Selbst oder unseres kleinen Egos uns eingeschlossen haben und keinen Ausweg finden können. Es geht in solchen Situationen nicht um Sieg oder Niederlage. Ein sehr gescheiter Mensch hat einmal gesagt, es gibt keine Niederlagen, sondern nur schlechte Presseerklärungen. An diesen Satz denke ich auch immer wieder, auch wenn ich zurzeit die Presseerklärungen der verschiedenen Kriegsparteien in der Ukraine höre und lese. In einem Krieg stirbt als erstes immer die Wahrheit, wird gesagt. Auch daran zweifle ich oft, denn wenn ich wirklich achtsam und aufmerksam alle Informationen der Kriegsberichterstattung verfolge, die ich nur schwer beurteilen kann, weil ich zu wenig davon verstehe, die mich aber betreffen, dann zweifle ich vor allem an einem nicht, dass Krieg und Zerstörung, dass Menschenverachtung und Ignoranz zu den grausamsten Dingen gehören, die wir als Menschen erleben können und die wir auch anderen antun. Und dann zweifle ich daran, ob die Menschheit insgesamt etwas dazulernen kann. Oder ob es gar keine Hoffnung mehr gibt in dieser Welt, einen Weg aus diesem Zweifelsdilemma zu finden, ist wirklich nicht leicht. Ihr hört selbst, wie ich mit mir um Worte ringe. Gerne möchte ich mit Martin Luther sagen können, auch wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Er wusste es sehr gut. Er kannte menschliche Unvollkommenheit und die Endlichkeit unseres Lebens und dieser Welt. Vielleicht würde ich mir wünschen, in dieser Zeit vor Weihnachten, dass ich aufhöre, über den Untergang der Welt nachzudenken oder besser an meinen Christbaum denken. Der ist zwar kein Apfelbaum, aber vielleicht kann ich mit ihm mir und anderen eine Freude machen. Ich möchte meine Zweifel nicht ignorieren, überhaupt nicht, sondern vielmehr mit anderen diese Zweifel teilen. Denn ich habe erfahren, dass Zweifel, die ich mit anderen teile, Hoffnung bringen können. Und das ist nicht nur ein leeres Gerede, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, sondern dass es ein Zeichen des Glaubens ist,
wenn wir unsere Zweifel miteinander teilen. Im Übrigen sind wir mit unseren Zweifeln heute und in dieser Adventszeit in guter Gesellschaft. Als der Engel Maria die Botschaft von der Menschwerdung verkündete, zweifelte sie und sagte: Wie soll denn das geschehen? Und viele andere ernstzunehmende Menschen, auch Heilige, hatten große Zweifel. Maria aber machte sich auf und ging über die Berge zu ihrer Verwandten Elisabeth und teilte mit ihr wahrscheinlich ihren Zweifel und ihren Glauben. Vielleicht, hoffentlich, gibt es jemanden in eurer Umgebung oder in deiner Umgebung, zu dem ihr gehen könnt, um miteinander das Leben zu teilen. Das sind heilsame Wege, adventliche, weihnachtliche Wege, die zur Menschwerdung dazugehören. Mit allem Zweifel, mit allem Glauben, mit aller Hoffnung. Ich wünsche euch einen schönen Adventsabend und danke euch.